Freunde, seht euch mal die Windräder an, ob euch da was auffällt. Tja, da haben wir nun hunderte von diesen Windrädern und alle stehen still. Für was brauchen wir das Zeugs dann? Das verstehe ich nicht, aber egal. Hallo Freunde erstmal. Ich bin heute wieder ein bisschen auf meinem Hausberg unterwegs. Ja, möchte zu meinem Lager schauen, wie es dort geht. Ein paar Pilze suchen, denn die letzten zwei Tage war es relativ schön. Und wie ihr vorher schon gesehen habt bei den Eichhörnchen, die Natur ist wieder erwacht. Und ja, das genieße ich nun mal. Und ich denke, ihr seid wieder dabei. Bis später, Freunde. Es herbstelt. So, sind wir gleich am Lager angekommen. Und dann werden wir gleich sehen, wer da war. So, ja, hier wurde ganz schön gewühlt. Das schaut mir schon nach Wildschwein aus, die wir ein bisschen umgegraben haben. Und oje, die Mauer ist niedriger. Aha, das gefällt mir jetzt nicht, was ich da sehe. Das Brett liegt auch. Ja, die hat definitiv Wärme geworfen. Und somit, so leid es mir tut, hat es sich leider auch in meinem Lager erledigt. Hier war irgendwer. Definitiv. Tja.
Was soll's. Tut mir echt leid, aber... Ja, werden wir so weitergehen wie bisher. Wir haben eigentlich eh immer alles mit, sämtliche Planen, Tabs und so, Ponchos, ja. Dann werde ich halt dort mein Lager aufschlagen, wo ich gerade bin, und wieder abbauen. Was soll's. Ist auch schön. Ja. Ich glaube, da bin ich fast schon wieder ein bisschen zu spät. Die sind verfault. Hier steht noch einer. Ja, mal sehen, ob ich hier noch was finde. Da oben dürfte sich noch einer verstecken. Okay, ich gehe mal sammeln schauen. So. Ja, zwei kleinere habe ich ergattert. Hier ist das Blättchen, wo sie normal sind. Ja, ich werde hier noch ein bisschen stöbern. Aber, naja, zwei ist besser wie gar nichts. Ja, leider. Außer so schönen Felsformationen nicht viel gefunden. Es sind auch die Lichtverhältnisse hier nicht die allerbesten. Das kann schon mal passieren, dass ich da was übersehe. So, sind hier wieder am Weg heraus. Ja, bin ich wieder bei meinem geliebten Steinbruch und habe auch schon hergerichtet für ein kleines Feuerchen. Zu uns liegt schon drinnen. Hier etwas hergerichtet. Ja, das machen wir uns mal ein leckeres Süppchen. Heute mit Konstruktion. Jetzt gibt es ein leckeres Süppchen. Kleine Wildsuppe mit Erbsensuppe gemischt. Erbswurstsuppe. Herrlich. Ja, und jetzt gibt es Papi. Herrliches Süppchen.
Heiß. Ja. So, Feuerstelle. Feuer ist aus. Ein paar Steine wieder drauf. Holz kann ich da liegen lassen. Hier sind ja mehrere Feuerstellen. Ja, vielleicht fürs nächste Mal. Ja, gehen wir schon langsam zurück bei dem schönen Wetter. Ja, Freunde, im Hintergrund hört man leider den Lärm vom Fußballplatz. Hier ist halt ein Match. Ich verstehe das sowieso nicht, warum sich 22 Mann um einen Ball streiten. Ich würde jeden einen geben, dann ist er Ruhe. Vielleicht habe ich den Sinn des Spiels nicht verstanden. Ja, bin ich fast wieder hier unten. Langsam bei meinem Auto. Ja, morgen geht es wieder mit den beiden Musketieren los. Ich hoffe, das Wetter hält. Und ja, alles klar. Man sieht sich.